Sieht sehr weichblütig aus. Eine Handvoll, sagte sie. Was heißt denn eine Handvoll? Wie groß muss die Hand denn sein? So, Atreus zurückkehren. Okay. Gleich. Warte, Papa will erst gucken. Mhm. Also die ist auf alle Fälle von einem Schutzzauber umgeben. So viel kann ich schon mal sagen. Das sieht zumindest von der Map her so aus. Der scheint hier gut zu gehen. Gut, die Götter, ich weiß nicht, was die für ein Problem mit mir haben. Vielleicht haben die Angst, dass ich die auch umbringen will. Aber eigentlich müssten die ja wissen, dass ich hier vielleicht nur in Ruhe leben will. Ja, nee, zu Atreus soll ich zurück. Wo ist denn der? Junge! Da ist er. Hilft das hier? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Der ist so krummelig wie ich, der Kratos. Ich wollte mal sagen, der Arktros. Aber Arktros ist was anderes. Okay, hier hinten gibt es uns nichts. Hä? Ist hier nicht auch raus? Oder bin ich doof? Entschuldigung, stand im Weg. Tut mir leid. Tu mir ein bisschen leid. So, ich habe dein Zeugs. Genau, was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Emily. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Nette Frau. Ich mag die. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Hexenkompass. Okay, fädelt er auch aus oder bleibt er immer da? Bereich entdeckt, Hexenhöhle. Ernsthaft? Ach, hör auf. Weil, könnten sie das nicht wie bei Horizon machen? Das wäre nämlich ganz... Mach dich bereit! Achso. Was ist denn für ein Auftrag? Wo will er hin? Bei dir! Der kommt jetzt her. Da sind noch mehr. Wo ist er denn? Tut weh, ne? Geschafft. Na sehr. Ja.
Was ist das denn? Ich sehe ein Boot. Wo? Für ein Ding. Nicht. Nachtmare. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Warte. Nachtmare. Mutter hat mir immer von Nachtmaren erzählt, bis ich nun ja selber welche hatte. Es war mir peinlich, aber sie sagte mir, dass es ebenso zum Leben gehöre und es manchmal Schönheit im Schrecken gebe. Sie sahen allem immer das Gute, selbst in diesen kleinen, unheimlichen, schwebenden Augenmonstern. Sie sind nach einem alten Wesen, dem Mar, benannt, das sich einem während des Schlafs auf die Brust setzt und an der Furcht labt. Verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Also der Kompass stört jetzt irgendwie, ehrlich gesagt. Ist zwar okay, aber bisher konnten wir uns ja auch ohne gut orientieren, ne? Was war das? Dahinter ist eine Truhe. Ach, okay, wir waren. Doch. Ist offenbar nicht schwer. Alles klar. Okay, der Kompass stört jetzt aber ein bisschen. Ich fand das vorher ganz gut eigentlich, dass da nichts war. Einfach, das macht das Thumbnail machen ein bisschen einfacher, ne? Wenn wir ehrlich sind. Okay, ich hab keine. Was ist das denn? Das. Auch noch eine Kiste. Keine Ahnung, wie ich an die rankommen soll. Ich hab. Kann ich hier rein? Hier rein? Hä? Soll ich da hinkommen? Wenn ich den da hinschiebe, ne? Bringt das überhaupt irgendwas? Ich teste mal. Gucken, was passiert. Aber schön, dass sie sagte, ein sicherer Weg nach draußen. Klar, alles voller Monster. Sicherer Weg nach draußen am Arsch. Zack. Berühre nicht das Wasser. Warum? Weißt du, was unter der Oberfläche ist? Nein, es ist kohlrabenschwarz. Dann berühre nicht das Wasser. No, ich kann eh nicht schwimmen. Alles gut. Was ist das hier für ein Ding? Noch eine Maske. Keine Ahnung, was das macht. Jetzt bin ich hier, weiß aber trotzdem nicht, wie ich in diese Kiste rankomme. Dafür müsste das Wasser weg. Aber wie? Und weiß auch nicht, wie ich da rankommen soll. Müssen wir mal schauen. Wir haben ja Zeit. Wir gucken uns erstmal wieder um. Ne? Das übliche. Hier ist auch noch so ein Ding. Was macht das denn?
Keine Ahnung, was bringt. Aktuell anscheinend nichts. Was ist das hier? Geht das verwemsen? Offensichtlich nicht. Guck ich nicht durch. Mhm. Mhm. Ach, das habe ich auch schon gemerkt. Ich weiß aber gerade sonst nicht wie sonst. Hier sind ziemlich auffällige Haken. War eigentlich auch noch irgendwo so ein Monster? Und was ist das? Weiß ich auch nicht. Kommt überhaupt irgendwo hier hin oder kommt das alles erst noch? Ich bin immer ein bisschen voreilig. Ich hasse es aber, Dinge zu finden. Gewöhnlicher Talisman. Ein Gesundheitsschub. Oh, cool. Glück der Zeiten. Wofür brauche ich eigentlich Glück? Warte. Glück, 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 Glück. Erhöht die Aktivierungschance des Bonus. Erhöht XP und Hacksilber. Ah, okay. Und wenn wir den hier machen, kriegen wir plus 4 Vitalität, aber minus 12 Glück. Und ein bisschen Abwehr. Das Ding hat aber 8 Abwehr. Na ja, komm, Alter. Für die plus 4 Vitalität. Ist ja fast nicht notwendig, ne? Wieso wird das hier als neu angezeigt? Bin ich doof? Oder sind die doof? Da könnten wir auch noch was reinhämmern. Haben wir aber nichts für. Wir haben auch so keine Huhn, ne? Irgendwie? Nö. So gar nicht. Fähigkeiten. Können wir aber rein theoretisch machen. Wo mal gucken, was bringt denn das hier? Beim Ziehen ja, zwei Rückhalten, die Vitanas aufzuladen, eine Explosion mit Frostschaden. Okay. Drücken Sie Dreieck während dem Aufleuchten nach einem Präzisionsachswurf, um die Leviathanax zurückzurufen und den nächsten Wurf oder Nahkampfangriff aufzuführen, welcher bei Kontakt explodiert und dabei Frostschaden verursacht. Ja, was? Zack, zack, zack. Okay. Aber gut. Frostansturm. Drücken Sie beim Sprinten R1, um einen Sprungangriff auszuführen. Oh ja, das brauche ich. Eigentlich. Wir... Führen Sie Angriffe schnell nacheinander aus, ohne Schaden zu nehmen und um Leviathanax aufzuladen. Bei jedem Treffer wird Frostschaden verursacht. Klingt gut. Halten Sie beim Ausweichen nach vorn oder und drücken Sie R1 für einen schnellen Axtangriff. Okay. Das hier klingt eigentlich gut, oder? Sprungangriff, Nahkampf. Kostet ein Tausender. Mach ich mal. Boing. Schild. Rage bräuchten wir auch mal. Halten Sie R1 gedrückt um einen gewaltigen Schwingerangriff. Was ist das hier? Drücken Sie R2 um in der Luft. Ja, okay. Brauche hier. Mehr XP. Alter, 4500. Ja, leck mir am Arsch. Im Rage-Modus. Bisher geht's auch so. Das ist alles sehr teuer hier mit dem Schildkampf. Tippen Sie halt 1-2 Mal an, um gegnerischen Block zu durchbrechen. Was haben wir hier? Trios hilft Kratos, wenn Gegner bestimmt oder wenn Kratos angegriffen wird.
Wenn Atreus ein Gegner wirkt, ne, mache ich den hier, glaube ich. Halt. Zack. Wir haben jetzt noch 380. Reicht für nix mehr, ne? Nö. Hier ist gerade was hinter mir verpufft. Mhm. Hat. Ja gut, aber was? Das hat genau gar nichts gebracht. Hier sind überall Dinge. Aber wir können hier nichts machen. Und der hier leuchtet so auffällig. Wir müssten irgendwie das Wasser ablassen oder so. Auch noch irgendwie eine Tür, wo wir so nicht hinkommen. Oder bin ich dämlich? Nee, dadurch, dass hier Wasser ist, kommen wir, glaube ich, nur so richtig hin, ne? Da unten. Da ist diese Truhe. Ansonsten kommt, wir kommen hier nirgendwo hin. Sieht das richtig? Oder bin ich nur zu dämlich, den Weg zu finden? Da waren wir. Wie geht das denn hier auf? Ich habe keine Ahnung wie. Wahrscheinlich irgendwie mit Magie oder sowas, ne? Kann sein. Und später. Oder müssen wir mit dem Schiff irgendwie jetzt durch die Gegend zuppeln? Wir gehen mal zum Boot. Komm, wir gehen mal zum Boot. Wir gehen einfach mal zum Boot. Vielleicht können wir das ja frei steuern. Wahrscheinlich nicht. Guck mal, da drüben ist nämlich auch noch eine Kiste. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Wir kommen hier. Da komme ich durch. Ich habe ehrlich gesagt aber auch noch keine Runen gefunden, die wir zerstören müssen, um die Kiste aufzumachen. Hier geht es auch nicht weiter. Also muss schon so ein Anleger hier sein. Aber hier geht es irgendwie so gar nicht weiter. Wie kacke. Okay, also hier müssen wir definitiv später nochmal herkommen. Keine Ahnung, was hier fehlt, was wir hier machen müssen oder wie wir das aufkriegen. Ich hoffe, das Spiel erklärt es uns dann nochmal bei Gelegenheit. Jetzt wird uns erstmal erklärt, wie wir mit dem Kompass arbeiten. Apropos Kompass, ich wollte mal eben ganz schnell gucken. Moment. In den Einstellungen mal ganz schnell. Im HUD. Normal, immersiv. Minimaleinstellung mit kritischen HUD-Elementen Benutzer definiert. So, Kompass berühren. Ah, geil. Das will ich haben. Gameplay-Mitteilung aus. Ein. So, wieder ein Schuh draus. Ja, wie bei Horizon. So will ich das haben. Das ist geil. Das ist sehr geil. Genau so wollte ich das. Ich muss hier rum. Warum? Zum Licht. Ich sehe nur Nebel. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Kommt drauf an, nach was, ne? Sieh
Sieh doch mal, das ist Thor. Thor, Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Ich frag nur, okay, das ist Thor. Sieht aus wie ein Stein gemeißelt. Wir müssen, ja, genau dahin zum Licht. Du bist also der, den sie Thor nennen. Das da hinten sieht nicht aus wie ein Berg. Ich sag's nur mal. Ich glaube, ich sehe etwas. Da hinten in der Mitte des Sees. Mhm. Ich freue mich jetzt schon. Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Na dann, wohlan, mein Sohn. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Die Axt kommt nicht zurück. Siehst du? Und da ist die Thor-Statue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Huh? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas. Die Weltenschlange. Wir haben die Weltenschlange von Midgard geweckt. Vater dachte, dass sie uns fressen will, aber Mutter sagte immer, dass Jörmungandr eine freundliche Riesin sei. Sie versuchte mit uns zu sprechen, aber ich konnte sie nicht verstehen. Ich frage mich, ob das die Sprache aller Riesen ist. Momentan scheinen wir sie nicht zu interessieren.
Ich möchte mit dir reden. Ich habe so viele Fragen. Wo kam sie her? Was macht sie den ganzen Tag? Was frisst sie? Vielleicht gibt es einen anderen Weg, mit ihr zu reden. Zu sprechen. Übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus.